Okay, Freunde. Wir müssen Teambewertung machen. 16 Siege in der Weekend League. Rekord eingestellt. Ich hätte 17 machen können, aber hab das 20. Spiel nicht mehr gemacht. Ich sage euch ehrlich, für so ein unnötigerweise gebautes NLW-Team, wo man nur Spieler spielt, auf die man eigentlich gar keinen Bock hat, aber es auf Krampf gut aussieht. Grüße an die Teasy-Jungs. Bin ich da mit 16 Siegen doch zufrieden? Nee, Spaß beiseite. War ein sehr, sehr geiles Wochenende. Also, ohne Witz, es bockt so hart. Ich hab's letzte Woche gesagt. Ich sag's diese Woche nochmal. Plus eins in den Chat hier bei Twitch. Ich hab das so geisteskrank vermisst, ne? Dieses Weekend-League-Schwitzen, weil du halt auch wirklich, und da könnt ihr mein Video auf dem Main-Kanal check mein Video auf dem Main-Kanal ab, ihr kleinen Splash-Fressen. Dann seht ihr, was ich für rote Player-Picks hatte. Es hat sich bei mir nämlich übertrieben gelohnt. Es gibt kein geileres Gefühl in FIFA, als wenn du zum Team of the Season einen geilen Player-Pick bekommst. Plus eins. Ich finde, das ist das geilste Gefühl. Wenn du eine geile Weekend-League hinter dir hast, wo du geschwitzt hast, und dann wirst du belohnt. Ich meine, klar, man wird sehr häufig gebrochen, aber das ist das beste Feeling, wenn man da eine geile Karte zieht. Ich habe es letzte Woche schon bei Laporte gehabt. Diese Woche war wirklich, oder dieses andere Level von gute Laune. Also, wir fangen mal an. Rechtsverteidiger Fredericks fand ich sehr stabil. 97 Pace. Defending-Wert ist sogar relativ low. Passwert auch. Ist mir jetzt aber nicht aufgefallen. Ich würde eine glatte 2 geben. Ich fand den stabil, Chat. Wenn ihr mir widersprecht, ne, schreibt's rein. Ihr könnt gerne immer, lasst uns das mal bitte angewöhnen, an den Chat. Wenn ich die Teambewertung mache, ist es meistens im Chat relativ still, weil ihr mir einfach zuhört. Mich würde aber auch, weil ich habe ja zum Beispiel dieses Wochenende alle meine Spiele im Stream gemacht, gebt gerne immer auch, was ihr für eine Note abgeben würdet. Schreibt es gerne immer in den Chat rein. Aber ich glaube, hier ist eine 2 echt, echt gut. Bei Smalling, ich bin ehrlich zu euch, Smalling finde ich schwer. Also wir reden halt über eine Karte, die obvious keine, es ist keine Metakarte. Weil der Antritt scheißt halt bei ihm rein. Weil der ist ein Panzer so. Wenn dann ein Mbappé kommt, der nimmt den halt auf den ersten 10 Metern 5 ab. Aber die Preisleistung ist überragend. Ich habe gezahlt 35k und habe wirklich einen guten Innenverteidiger gekriegt. Die Preisleistung finde ich übertrieben nice. Also rein vom Spielerischen gebe ich ihm eine 2-. Weil meiner Meinung nach ist wirklich nur der Antritt eine Schwäche. Endgeschwindigkeit ist krass. Und Schulter an Schulter oder wenn der stehen verteidigt, ist er überragend. Und jetzt hat auch 2 Kopfballtore gemacht. Ich würde echt, glaube ich, bei einer glatten 2 rauskommen. Ich meine, klar, ist halt keine Metakarte so, aber für mich hat er seine Zwecke erfüllt. Ich fand den nice. Der Typ ist geisteskrank. Einer der besten Verteidiger, die ich bis jetzt gespielt habe. Nicht so krass wie Cordoba, Foot Captain Zero oder wie das Ding da heißt. Es gibt auch einige Icons, die ich vorne sehe, aber also besser als die üblichen Verdächtigen. Also ich fand den krasser als Süle. Also ich würde am Ende, glaube ich, bei einer glatten 1 rausgehen. Holt euch den. Kostet 400k oder so mittlerweile nur noch. Oder ich glaube 500. Macht ihr nichts mit falsch. Ich glaube, ich finde ihn auch besser als Ruben Dias Toti. Glatte 1. Holt euch den. Zinchenko. Kein Scheiß. 9 Spiele gespielt. Also Cancelo hatten wir vorher. Cancelo Toti. 1+ mit Sternchen. Bester Linksverteidiger im Spiel. Der Tots ist noch besser. Soll ich ehrlich sein? Fand den ganz geil. Der war bei uns so ein Meme, weil letztes Jahr habe ich dem eine 6- gegeben. Und hab ihn absolut gehasst. Boah, ich fand den eigentlich ganz cool. Also bei so einer bisher 2 wäre ich schon. Der hat einen geilen linken Fuß. Der hat 3 Vorlagen gemacht. Über Ecken. Defensiv ist sehr stabil. Das Einzige, was ist, Endgeschwindigkeit. Das merkst du auf dem Platz. 89 Sprintgeschwindigkeit. Der wird halt manchmal überrannt. Aber vom Stellungsspiel und so fand ich den nice. Ich meine eine glatte 2. 1+. Mit allen Sternchen, die ihr euch vorstellen könnt. Der POTM ist ja schon böse gut. Aber das hier, meiner Meinung nach, Chat, könnt ihr euch den besten Torwart im ganzen Spiel gratis erspielen. Also, das ist eine 1+ mit allen Sternchen, die du dir vorstellen kannst. Meiner Meinung nach, der beste Torwart im Spiel ist vielleicht übertrieben, aber Top 3 Keeper im Spiel würde ich schon safe sagen. Also, ich hatte Lloris, der war krass. Ich hatte Yashin Moments, der war krass. Letzte Woche Unnerstall war auch wirklich sehr gut, weil der auch 2 Meter groß ist. Ja, aber ohne Witz, also für eine Karte, die umsonst ist. Ich bleib dabei, ist für mich Top 3 Keeper im Spiel. Du kriegst ihn gratis. Für einen Yashin Moments habe ich damals 1 Million bezahlt. Nee, fuck it, ich leg mich fest. Ich bin jetzt zwar am Rudern, aber ich sage, das ist der beste Keeper im Spiel. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist der beste Keeper im Spiel, weil du zahlst nichts und kriegst einen der besten Keeper. Und das ist für mich, wenn du überlegst, für einen Yashin zahlst du 1 Million. Alisson Tots haben einige reingeschrieben, da zahlst du auch irgendwie deine 100k für.
Der ist ja einfach umsonst. Mate and Niles, richtige Überraschung. Weil ich habe mir den angeguckt und dachte so, boah, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, Costa Quanta auch 75k. Fand den übel geil. Also ohne Witz, Preis-Leistung gestört. Hat so ein bisschen seine Schwächen in der Offensive. Aber ein geiler Abräumer. Ich würde eine 2 plus geben, ja. 2 plus ist gut. Ah, 2 plus oder glatte 2? Ja, glatte 2 ist fairer. Glatte 2 ist fairer, weil unseren zweiten Sechser, den möchte ich schon notmäßig ein bisschen weiter weg haben. Bruder, Hilfe. Er ist so krass. 1 minus, ja, safe, Renato Sanchez. Ich hatte erst überlegt, ob glatte 1, aber der kostet halt auch immer noch seine 600.000 Münzen. Und dafür kriegst du halt mittlerweile einiges. Also rein von das, was auf der Karte draufsteht und was die Karte ist. Eine Champions League Road to the Final Karte, wo die Mannschaft schon lange ausgeschieden ist. Ich finde die von rein dem, was du auf der Karte siehst, finde ich die overpriced. Sag ich euch ehrlich. Aber wenn du den spielst, weißt du, warum der 600.000 Münzen wert ist. Der ist überkrass. Gewinnt gefühlt jeden Zweikampf. Richtige Aura auf dem Platz. Heftig. Also von mir 1 minus. Ich finde ihn krass. Rechts außen. Mohamed Salah. 1. 1 plus. Finde ihn besser als Messi Toti. Das ist ein Messi Team of the Year. In schneller. Meiner Meinung nach. Der hat jetzt auch Doppel 4. Die Longshots sind komplett geistig. Ich meine, klar, der hat jetzt vielleicht nicht die Freistoßwerte. Wie ich finde den besser als Messi Toti. Real Talk. Zumindest auf dem Flügel. Messi Toti wahrscheinlich auf der 10 dann vielleicht nochmal besser. Aber finde ich überragend. Also wenn ihr euch einen rechten Flügelspieler holen wollt, ist es wahrscheinlich der beste in-game. Ist natürlich krass gedroppt, was den Preis angeht. Man kennt's. Übel heftig. Der war eine glatte 4. Der war einfach da und es war okay. Glatte 4. Der war da. Es war, ich wollte auch auf der linken Seite, sage ich euch ehrlich. Ich hatte Salah. Ich hatte die beiden Ronaldos. Mir war es klar, dass der vierte Offensivspieler ein bisschen abfallen wird. Aber der kriegt eine Teilnehmerurkunde. Der war dabei. Der hat seinen Job gemacht. Glatte 4. Wobei, glatte 4 hört sich ein bisschen negativ an. Wir machen eine 4 plus. Weil er war jetzt nicht scheiße. Also er war wirklich nicht scheiße. Aber es war halt klar, dass der bei den anderen Spielern untergehen wird. Kurz und knapp. 1 plus. Ohne Sternchen. 1 plus mit Sternchen. Warum? Preis. Aber meiner Meinung nach die beiden besten Stürmer im Spiel zusammen mit Mbappé. Also 41 Scorer in 26. 63 Scorer in 29. Hör mir auf. Also für mich glaube ich so. Also ich finde Mbappé Toti auch geil. Ich gebe beiden eine 1 plus mit Sternchen, weil das für mich die besten Karten im Spiel sind, wenn ich ehrlich bin. Ich finde beide besser als Mbappé. Ist immer so eine Glaubensfrage. Die Teasys kommen komischerweise auf R9 Moments irgendwie gar nicht klar. Aber, oder meinen auch, viele meinen ja auch, dass der CR7 von Birthday besser ist als Team of the Year. Oder halt Tots. Die haben schon böse Laune gemacht. Schwer, also ich finde im Gesamtpaket finde ich CR7 besser. Weil er kostet weniger. Hat zwar nicht Doppel 5, aber ich finde Doppel 5, also ich finde 5 Sterne Skills immer wichtiger als 5 Sterne Weakfoot. Bin ich auch komisch, sehen auch ganz viele Leute anders. Aber Ronaldo, auch wenn er weniger Pace hat, spielt sich irgendwie schneller und agiler. Das ist das Player Model, keine Ahnung. Rucksack der Woche, tatsächlich für mich, David De Gea. Weil der mich so häufig rausgeboxt hat, so häufig in 1 gegen 1 Situationen, weil ich halt auch sehr hoch attackiert habe, sehr hoch gestanden habe mit dem Team. Ich würde sagen, Rucksack der Woche, De Gea ist ein verdienter Call, oder? Kann ich nochmal in-game zeigen, wie ich gespielt habe? Sah so aus. 4-2-2-2, Druck nach Fehlern. Schneller Aufbau, direkte Pässe. Und dann hier so ein 4-2-2-2. Cristiano links, R9 rechts. Bamba Salah, Renato Maitland, Fredericks und Zinchenko. Anweisung erkläre ich jetzt nicht nochmal, ich spiele immer die gleichen. Aber ich scroll einmal durch, könnt euch abfotografieren, wenn ihr es nachzocken wollt. Yes. Auswechselspieler kann ich sagen. Erster Eindruck Dele Alli. Sehr geil. Habe ich Bock drauf nächste Woche.